Hört auf Gottes lebendige Wort. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Soweit die Lesung aus Gottes Wort. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und in seinem Herzen bewahrt. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, liebe Gemeinde, der Herr Jesus spricht mit einer sündigen Frau. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie er ihr das lebendige Wasser anbietet. Dabei hat Jesus ihr sündiges Leben aufgedeckt. Sie hat schon 5 Männer gehabt und ihr heutiger Mann ist nicht wirklich ihr Mann. Und das muss für sie ein Schock gewesen sein, das zu erleben. Später wird sie den anderen Samaritern sagen, Vers 29, komm, seht einen Menschen, der mir alles sagt, was ich getan habe. Aber es sieht so aus, als ob sie hier in diesem Gespräch nicht darauf eingeht und ein neues Thema anfängt. Und das ist eine beliebte Möglichkeit, einem schwierigen Gespräch auszuweichen. Wenn du in der Schule eine schlechte Note hattest und du kommst nach Hause und die Mama fragt, und, wie war es in der Schule? Dann könntest du über die Note erzählen oder du könntest auch sagen, was, gibt es keinen Apfelsaft mehr? Warum ist nie was Leckeres zu trinken in deinem Haus? Und dann hast du Chance, dass das andere Thema vergessen wird. Viele Ausleger sagen, dass das ist, was die samaritische Frau hier macht. Weil sie nicht will, dass über ihre Sünde gesprochen wird. Und das können wir uns gut vorstellen, oder? Wer mag es schon, dass seine Sünde ans Licht gebracht wird? Aber es ist die Frage, ob das wirklich der Fall ist hier. Viele andere Ausleger sagen, ja, die Frau hat gerade eingesehen, dass sie eine Sünderin ist, dass sie Vergebung braucht und deswegen fragt sie nun diesen Mann, wo sie hingehen soll, um wirklich Vergebung zu finden. Denn das ist doch Teil der Anbetung, dass man Vergebung findet. Wo muss ich dann hin? Wo sollen wir anbeten? Sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Vielleicht weißt du dann auch Folgendes. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet, aber ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Ja, die Frau sieht sich deutlich als Gegenüber von diesem jüdischen Mann. Wir, die Samariter, haben auf diesem Berg angebetet. Welcher Berg ist gemeint? Das steht in einer Fußnote auch drunter. Den Samaritern galt der nahe bei Sichar gelegene Berg Karizim als heilige Stätte. Und da ist es vielleicht wieder interessant, hinten in der Bibel auch zu schauen auf die Landkarte. Die dritte Karte hinten ist das Land Israel zur Zeit von Jesus Christus. Und da siehst du ungefähr in der Mitte, ziemlich genau in der Mitte Sichar, in der Provinz Samarien. Und nicht weit von dort ist der Berg Karizim. Bei dem Dreieck. Und von diesem Berg sagt also die Frau, das ist der Berg, wo unsere Väter angebetet haben. Wen meint sie mit diesen Vätern? Vielleicht meint sie die Patriarchen Abraham und Jakob,
denn von ihnen lesen wir, dass sie dort in der Nähe Altäre gebaut haben. Vielleicht meint sie auch einfach die Samariter in den letzten Jahrhunderten, unsere Vorfahren. Die Samariter in allen Jahrhunderten, seitdem sie dort sind. Sie haben dort seit dem 8. Jahrhundert gelebt und sie hatten ein bisschen, ein Teil von dem Glauben des Landes akzeptiert, aber nicht alles. Sie hatten zum Beispiel aus der Bibel nur die 5 Bücher Mose und dabei auch noch eine eigene Version. Und daraus hatten sie geholt, dass sie auf dem Berg Karizim anbeten sollten. Dort hatten sie auch einen Tempel gebaut, aber ein jüdischer Krieger hatte diesen im 2. Jahrhundert vor Christus zerstört. Dennoch hatten die Samariter weiterhin auf diesem Berg angebetet. Ihr religiöses Leben, ihr Gottesdienst fand auf diesem Berg Platz. Die Juden hatten aber gewusst, dass Gott einen anderen Ort für den Gottesdienst bestimmt hat. Sie mussten in Jerusalem, auf dem Berg Zion sein. Und darüber hatten die Samariter und die Juden immer wieder diskutiert. Und nun, als diese Frau mit ihrer Sünde bewusst wird und Reinigung suchen will, fragt sie diesen jüdischen Mann, wie ist das jetzt? Was ist der richtige Ort der Anbetung? Und die Frau hat sicher vor allem im Kopf gehabt, dass der Ort für die Anbetung entscheidend war. Und das war es für Israel bis dahin auch. Aber viele Menschen in unserer Zeit denken auch noch so. Sie denken, Anbetung ist, dass ich Sonntag in den Gottesdienst gehe. Wenn ich dort gewesen bin, dann ist es gut. Andere denken ein bisschen weiter, ja, ich muss schon in die richtige Kirche gehen. Dann ist es gut. Es soll schon eine richtige Kirche sein. Ja? Es scheint mir, dass viele Österreicher so denken. Wenn sie einen freikirchlichen Gottesdienst besuchen, sagen sie, ja, es war schön, aber es war keine Kirche. Also nicht ein guter Gottesdienst. Wenn ein Gebäude nicht wie eine Kirche aussieht, dann ist der Gottesdienst nicht gut. Wieder andere denken, das Gebäude ist nicht so wichtig, aber die Form des Gottesdienstes wohl. Wenn der Ablauf im Gottesdienst gut gewesen ist, dann war es gute Anbetung. Aber wenn nicht, dann war es nicht wirkliche Anbetung. Und diese Weise von Denken gibt es sowohl von traditionell liturgisch denkenden Menschen als auch von freikirchlich denkenden Menschen. Einige Male habe ich schon gehört, ja, es war schön bei dir, du hast alles richtig gesagt, aber es wäre erst ein guter Gottesdienst, wenn ich auch Lieder hätte vorschlagen können, wenn es spontaner wäre, wenn andere Brüder auch das Wort geteilt hätten. Ja, wie oder wo soll der Gottesdienst sein, damit es gute Anbetung ist und dann wirklich Gnade findet? Jesus sagt zu der Frau aus Samaria, Vers 21, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Frau, glaube mir. Ja, dieses Gespräch in Johannes 4 ist so wunderbar, weil es einerseits so ein gewöhnliches Gespräch erscheint, aber andererseits wird klar, dass jedes Wort des Herrn Jesus eine sehr wichtige Bedeutung hat. Frau, glaube mir. Und ich rufe nur in Erinnerung, wie ich das vor einige Wochen erzählt, auch gepredigt habe, dass man diese Geschichte auch sehr gut als Brautwerbungsgeschichte deuten kann. Der Bräutigam Jesus spricht mit einer Frau und sagt ihr, Frau, glaube mir. Und einerseits ist es natürlich einfach, ich werde die Wahrheit sagen, du kannst meinen Worten vertrauen. Aber hindurch hören wir schon, worum es bei der Anbetung wirklich geht. Es geht um den Glauben an Jesus Christus. Primär geht es hier vielleicht nicht um den wahren Glauben, aber sekundär aber doch. Denn diese Geschichte läuft ja darauf hinaus, dass viele Samariter glauben. Frau, glaube mir.
ist schon eine Predigt an sich. Und er sagte, es kommt die Stunde. Es kommt die Stunde. Woran denkst du bei der Stunde? Im Johannes Evangelium ist öfters von Jesus Stunde die Rede. Das hat Jesus in Johannes 3, Vers 4 gesagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Sollen wir hier Stunde auch in diesem Sinne verstehen? Ich denke nicht, weil hier hat Stunde im Griechischen keinen Artikel. Es ist also unbestimmt. Und deswegen haben auch viele Übersetzungen nicht Stunde übersetzt, sondern zum Beispiel Zeit, so wie Luther das auch hat. Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit. Da wird nicht mehr auf diesen Bergen und auch nicht mehr in Jerusalem der Vater angebetet. Es kommt die Zeit. Und dann fragen wir uns, warum nennt Jesus hier Gott Vater? Vielleicht im Gegensatz zu den Vätern in Vers 20. Wichtig ist nicht, wie die Väter es gemacht haben, sondern was der Vater selbst bestimmt hat. Und sonst hören wir im Hintergrund das Ziel von Jesu wirken. Er ist gekommen, damit sündige Menschen Kinder Gottes werden können. Damit sündige Menschen ausrufen dürfen, aber Vater. So wie es Johannes schon im Prolog gesagt hat, Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Es geht hier darum, dass der Vater sich eine Braut für seinen Sohn sucht. Eine Braut, die nicht aus einer Person, die nicht eine Person ist, sondern aus vielen besteht. Und darum können wir sagen, sagt Herr Jesus auch hier auch ihr. Es geht nicht nur um diese Frau. Es geht um viele Anbeter aus allen Völkern der Welt. Und wir dürfen uns da selbst mit einbeziehen. Das ist auch die Botschaft. Das ist auch das Evangelium für uns. Und einerseits tut dann die Lokalität dann nicht mehr dazu. Der Ort ist nicht mehr wichtig. Andererseits, Vers 22, die Herkunft wo? Das Heil kommt aus den Juden. Und dass man weiß, was man, wen man anbetet. Herr Jesus sagte, Vers 22, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Das ist, ja, vielleicht hat ihr das nicht so gefallen, ne? Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Die Samariter hatten ja nicht die völlige Offenbarung Gottes bis dahin akzeptiert. Sie hatten nur die 5 Bücher Mose und den Rest des Alten Testamentes hatten sie nicht. Und so war ihr Kennen, ihr Wissen von Gott eingeschränkt, beschränkt. Deswegen sagt Jesus, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Aber auch dieses Wort ist in diese Frau an die ganze Menschheit gerichtet. Jedenfalls trifft es auf viele zu. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wie viele Menschen beten heutzutage an, ohne zu wissen, was es überhaupt ist? Anbeten, wen sie anbeten. Noch einmal, die Mehrheit in Österreich ist Mitglied der römisch-katholischen Kirche, aber eine Mehrheit davon weiß wiederum gar nicht, was das bedeutet. Sie haben irgendwelche äußere Formen gelernt und denken, dass das der richtige Gottesdienst sei. Aber die Offenbarung des Wortes Gottes haben sie nicht gelesen. Bis vor 70 Jahren durften die Katholiken die Bibel nicht lesen und jetzt, wo sie es dürfen, haben die meisten kein Interesse daran. Das gleiche gilt für Menschen mit einer anderen und sogar für Menschen ohne Religion. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Jeder Mensch betet nämlich an.
Der Mensch ist von sich aus zur Anbetung geneigt. Und buchstäblich bedeutet das Wort Anbetung hier, sich beugen, sich hinknien. Und das wird hier in einigen Versen sehr oft benutzt. Wir haben das auch im letzten Lied dann so gesungen. Alles in uns schweigen und sich innigst vor ihm beugen, das ist das Gleiche. Und dann später auch, lass mich dich erblicken und vor dir mich bücken. Anbetung, hinknien, sich beugen vor. Und das ist eine Haltung, die zeigt, wohin ist unser Leben gerichtet? Worauf ist unser Leben ausgerichtet? Wo finde ich Halt? Wo finde ich Orientierung? Und es gibt Menschen, die sagen, ich glaube nicht an Gott, ich glaube an die Wissenschaft. Sie beten die Wissenschaft an, aber sie wissen nicht, was sie anbeten, denn die Wissenschaft ändert sich immer wieder. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Und Jesus sagt dann von sich, als Jude hier, wir beten an, was wir kennen. Wir haben nämlich die volle Offenbarung Gottes bis jetzt. Das heißt nicht, dass jeder Jude damals das so gemacht, das gewusst hat. Aber als Volk hatten sie die volle Offenbarung Gottes bis jetzt. Und sagt Jesus dann, das Heil kommt aus den Juden. Es ist ein Wort, das sich an Jesaja 2, Vers 3 anlehnt. Jesaja 2, Vers 3, am Schluss wird dort gesagt, denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Das Heil kommt aus den Juden. Vielleicht ist es auch eine bekannte Aussprache gewesen. Vielleicht haben es die Juden öfters den Samaritern gesagt, ha, ihr gehört gar nicht dazu, das Heil ist aus den Juden. Und dann war es in einer arroganten Haltung. Wir sind das wahre Volk Gottes und das Heil, die Erlösung, kommt aus uns. Aber so meint Jesus das hier natürlich nicht. Der Herr Jesus sagt hier einfach die Wahrheit. Das Volk Israel hat die volle Offenbarung Gottes. Und Gottes intensive Bemühungen bis dahin erlebt. Gott hat sich für eine Weile beschränkt auf das Volk Israel. Aber es war schon klar, dass er von Anfang an die ganze Welt im Blick hatte. Denn in 1. Mose 12 sagt schon Gott in Vers 3, ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Das Heil ist aus den Juden. Das Heil ist die Rettung, die Erlösung. Jede Religion verspricht dies. Aber nur der wahre Glaube an Jesus bringt Menschen wirklich Heil. Das Heil ist aus den Juden. Da wird das griechische Wort ex benutzt. Es kommt von ihnen, aber es erstreckt sich dann auf die ganze Welt. Es kommt aus ihnen, aber es beschränkt sich nicht auf sie. Es kommt zu der ganzen Welt. Denn durch Jesus würden alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. 1. Mose 12, Vers 3. Und dann spricht Jesus wieder über die Stunde. Und wir sehen das öfters in Johannes. Mehrere Verse nacheinander benutzen gleiche Begriffe oder Satzteile und die kann man miteinander verbinden, damit man ein besseres Verständnis bekommt. Vers 23, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Auch hier können wir besser übersetzen, die Zeit kommt und ist schon da. Die Zeit kommt und ist schon da. Das ist interessant. Wie kann eine Zeit kommen und schon da sein? Ihr staat, dein Geburtstag ist morgen, noch nicht heute. Du kannst nicht sagen, dein Geburtstag ist morgen und heute. Oder ein bisschen doch. Heute feiern wir schon ein bisschen. Es ist schon Kuchen. Dann kriegst du schon Geschenke,
ein bisschen ist dein Geburtstag schon da, aber noch nicht ganz. Wie kann das sein? Mit Jesu Geburt ist schon die neue Zeit gekommen. Aber während Jesus spricht, ist diese Zeit noch nicht vollkommen da. Noch geht der Gottesdienst im Tempel weiter. Noch ist das vollkommene Opfer nicht gebracht. Noch ist das Lamm Gottes nicht geschlachtet. Noch ist der Vorhang im Tempel da. Aber in Jesus ist Gott selbst nahe herbeigekommen. Er ist der wahre Tempel Gottes. Er muss noch abgebrochen werden, aber wird dann in 3 Tagen auferstehen. Die Zeit kommt und ist schon da. Und so können wir auch über das Reich Gottes lesen. Wir beten, dein Reich komme, und gleichzeitig ist es schon da. Aber darüber mehr in der 2. Predigt. Die neue Zeit der Anbetung ist eine Zeit, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Manche sagen, hier sehen wir die ganze Trinität, Gott in 3 Personen, der Vater, der Sohn, die Wahrheit und der Geist, der Heilige Geist. Aber auch das ist aus dem Griechischen ein bisschen schwierig zu erklären, denn auch hier steht kein Artikel, also der Geist ist eher unbestimmt, nicht der Heilige Geist, und es steht nur einmal in Geist und Wahrheit. Wäre besser, wie wir auch gesungen haben, dass ich schauen mag in Geist und Wahrheit. Und dafür gibt es natürlich viele verschiedene Erklärungen. Die wichtigsten Dinge daraus möchte ich weitergeben. Zuerst sollten wir verstehen, dass in der neuen Zeit der Anbetung nicht mehr um das Materielle geht. Es wird kein Berg oder Tempel oder Altar oder Gegenstand oder Gebäude benötigt. Wir beten Gott im Geist an. Und das heißt, wir können Gott überall anbeten. Und die Wahrheit, in Wahrheit bedeutet dann, die Anbetung war bis dahin immer auf Schatten ausgerichtet. Der ganze Tempeldienst war doch nicht mehr als ein Schatten. Die Opfer der Tiere konnten nicht in Wahrheit die Sünden wegnehmen. Sie konnten nicht wirklich das Gewissen reinigen. In Hebräer 10 wird das deutlich erklärt. Hebräer 10, Vers 10 bis 14, das ist Seite 1274. Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Aber was ist der Unterschied zum alten Gottesdienst? Jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes sich gesetzt. Und er wartet hinfort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Also wenn wir jetzt anbeten, dann richten wir uns nicht auf einen Schatten, sondern wir erleben die Erlösung, die Gnade in Wahrheit. Wenn wir jetzt glauben, sind die Sünden vollkommen weggenommen. Wenn wir jetzt beten um Vergebung der Sünden, wissen wir, dass die Sünden wirklich weggenommen sind. Denn das Lamm, das die Sünde der Welt wegnimmt, ist gekommen. Und so beten wir in Geist und in Wahrheit an. Und in Vers 24 heißt es dann, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Weil Gott Geist ist. Er hat keinen Körper. Müssen wir ihn in Geist und Wahrheit anbeten.
Viele Menschen sind sehr bedrückt von dem Materiellen, auch im religiösen Bereich. Viele Menschen werden beeindruckt von schönen Gebäuden, sprachgewandten Predigern, großartigen Bands oder imposanten Orgeln. Und Menschen sind schnell geneigt zu sagen, ich war dort, ich habe den gehört oder die Musik war großartig, also war es ein guter Gottesdienst, ich bin wirklich ermutigt. Aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Wir haben es mit Gott zu tun. Und ja, Gebäude, Prediger und Musiker können auf ihn hinweisen, aber sie können auch die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und wenn die irdischen Sachen zu viel Aufmerksamkeit bekommen, würden wir nicht mehr in Geist und Wahrheit anbeten. Aber die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Müssen. Hier hören wir wieder ein göttliches Muss. Wie wir das schon einige Male in Johannes gehört haben. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Er muss wachsen. Und Johannes 4,4 auch, er musste durch Samaria reisen. Und so ist es auch Gottes Plan, dass in der neuen Zeit Menschen in Geist und Wahrheit anbeten. Und das ist die neue Realität, die mit Jesus angebrochen ist und die durch seinen Tod und seine Auferstehung und Himmelfahrt und Ausgießung des Geistes Wirklichkeit geworden ist. Und ein wunderschönes Beispiel davon finden wir in Apostelgeschichte 16. Ein wunderbarer Gottesdienst in Geist und Wahrheit. Paulus und Silas im Gefängnis. Nur 2 Gottesdienstbesucher. Ihre Körper kaputtgeschlagen, aber ihr Geist froh im Herrn. Und sie lobten mit Gesang. Und dass sie in Wahrheit anbeten, nicht irgendeine Schatten, nicht über einen Umweg, sondern in Wahrheit direkt zu Gott, stellt sie heraus, wenn dann Gott sofort reagiert. Vers 26, da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. So haben sie angebetet in Geist und Wahrheit und erfahren, Gott hört und er hört und handelt. Und dann komme ich zum kurzen Satz am Ende von Vers 23, wo ich auch die Überschrift der Predigt her habe. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Der Vater sucht wahre Anbeter, die in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt nicht, dass der Vater schaut, wer betet so an, wer ist würdig, von mir akzeptiert zu werden, wer kann von sich aus die gute Anbetung finden. Nein, es bedeutet, der Vater sucht Menschen, die er zu solchen Anbetern machen kann. In der Bibel wird immer wieder klar, dass die Aktion von Gott ausgeht. Lukas 19, Vers 10, wir haben es schon gehört, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Gott sucht Sünder, um sie zu wahren Anbetern zu machen. Die Aktion fängt bei Gott an, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch nochmals Johannes 6, 37, wo Jesus sagt, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Die Initiative ist bei Gott. Gott hat angefangen, sich ein Volk zu sammeln, das ihm gerne dient, das ihn in Geist und Wahrheit anbeten wird. Und da können wir auch an Epheser 1, 3, 4 denken. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe.
Er hat uns auserwählt, nicht weil wir heilig und tadellos sind, sondern damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. In unserem Text sehen wir den Heiland der Welt, Jesus Christus, in Action. Der Vater sucht eine Braut für seinen Sohn. Er sucht Personen, die er zu wahren Anbetern machen wird, die durch Glauben an ihn Teil dieser Brautgemeinde werden, die durch sein Blut von der Sünde losgekauft werden, die durch das Kreuz Vergebung der Sünden finden werden. Die Frau aus Samaria war so eine Frau. Jesus hat sie gesucht. Der Vater hat sie gesucht. Der Sohn hat sie gesucht. Der Heilige Geist hat sie zu Christus gezogen. Und so sucht der Vater immer noch. Auch heute, hier in der Steiermark. Denn der Aspekt der Form in Griechisch macht klar, dass es nicht eine einmalige Aktion Gottes war, sondern eine fortdauernde Aktion. Der Vater sucht. He is seeking. Er sucht immer noch. Er ist Suchende. Solche Anbeter. Wir können nicht sagen, früher hat Gott Menschen gesucht und bekehrt. Früher gab es Erweckungen und viele Bekehrungen, aber das gibt es heutzutage nicht mehr. Nein, wir dürfen sagen, der Vater sucht immer noch. Bis die Zahl erfüllt ist und die Braut seinem Bräutigam gegeben wird bei der Hochzeit des Lammes. Und die wichtigste Frage bei dieser Predigt ist nun, bist du schon zum wahren Anbeter geworden? Betest du Gott an in Geist und Wahrheit, durch Glauben an Jesus Christus, indem du vom lebendigen Wasser trinkst? Bist du ein wahrer Anbeter durch das Werk des Heiligen Geistes, der dich neu geboren hat? Oder bist du noch ein Anbeter von irgendetwas? Kennst du nicht wirklich, was du anbetest? Wie ich schon sagte, das Wort für anbeten hat mit Hinknien, sich beugen zu tun. In welche Richtung neigt, beugt sich dein Leben? Wofür strengst du dich an? Was ist für dich wirklich wichtig? Was wird dir wirklich Heil und Erfüllung schenken? Es kommt mir vor, dass viele Menschen es irgendwie von ihrem Handy erwarten. Sie spielen, sie scrollen durch soziale Medien, sie schauen Pornografie und hoffen erfüllt zu werden. Sie beten an, aber nicht den wahren Gott und nicht in Geist und Wahrheit. Aber es kann auch etwas, das kann anders sein, was wir doch mehr anbeten. Vielleicht kniest du dich öfters hin, um dein Haus zu putzen, weil das so wichtig ist, dass es sauber ist. Aber in Gebet knien, das machst du nicht. Was betest du an? Ich darf dich auf etwas Besseres, auf etwas Größeres, auf jemanden hinweisen. Der dreieinige Gott, er ist deine Anbetung wert und er kann dich wirklich erfüllen. Und er sucht dich. Jesus ist Fleisch geworden, um dich von deinem Fleisch zu befreien. Glaube an ihn. In ihm findest du alles, was dein Herz sucht. Er sucht dich und er will, dass du ihn suchst. Es kann auch sein, dass du denkst, dass du ein wahrer Anbeter bist, aber dass du dich täuscht. Es kann sein, dass du meinst, dass du in der Anbetung alles richtig machst, aber trotzdem Gott fern bist. So war es mit den Schriftgelehrten und Pharisäern in Jesu Tagen. Sie hatten Eifer für den Glauben, aber sie beteten nicht an in Geist und Wahrheit. Sie waren mit dem Äußerlichen beschäftigt, aber ihr Herz war fern von Gott. In allen Zeiten gibt es Heuchler in der Gemeinde Gottes. Sie sind Teil der sichtbaren Kirche, aber nicht wirklich Teil der Braut Christi. Wie kann ich wissen, ob ich ein Heuchler bin? Wie kann ich wissen, ob ich wirklich in Christus bin? Paulus sagt ja, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid,
Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Wie kann ich mich prüfen? Am wichtigsten ist da, dass wir darüber nachdenken. Liebe ich Jesus über alles? Erkenne ich meine Sündhaftigkeit und suche ich all mein Heil in Christus allein? Aber auch sonst können noch einige Fragen vielleicht helfen. Zum Beispiel, ist die äußerliche Anbetung für mich wichtiger als die innerliche? Und was beschäftigt mich mehr, wenn ich zum Gottesdienst gehe? Ist es die Form oder der Inhalt? Ist es das Materielle oder das Geistliche? Ist es das Gefühl oder ist es die Wahrheit? Ist es die richtige Lehre oder Theologie oder ist es die Liebe? Erwarte ich mit meiner Einspannung, Gott näher zu kommen? Oder freue ich mich, dass Gott sich zu mir herabgelassen hat? Ich sage nicht, dass Theologie oder Form unwichtig sind, aber die Frage auf das, was uns mehr beschäftigt, sagt vielleicht wohl etwas über unser Herz aus. Dennoch darf ich sagen, der Vater sucht auch dich und will dich zum wahren Anbeter machen. Er will auch dein Herz zerknirschen, deinen Geist zerschlagen und deine Sünden vergeben. Er will dein Herz öffnen für die Liebe seines Sohnes, so wie Jesu Herz geöffnet wurde, Jesu Körper geöffnet wurde und seine Liebe daraus floss am Kreuz. Schaue auf den Heiland, der am Kreuz gestorben ist, um Sünder selig zu machen. Bist du ein wahrer Anbeter? Ich hoffe, dass die Mehrheit hier sagen kann, ja! Ich glaube es, ich habe es nicht verdient. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Vater mich auserwählt hat, denn ich bin so unwürdig. Ich kann immer noch nicht begreifen, dass Jesus auch mich gesucht und gefunden hat. Aber ich weiß, dass ich Teil seiner Braut bin und ich wünsche mir nichts lieber, als täglich das lebendige Wasser zu trinken. Ich hoffe, dass du sagen kannst, ja, ich bin durch Gnade ein Kind Gottes geworden. Und es ist mein Verlangen, ihn jeden Tag in Wahrheit und Geist anzubeten. Und ja, ich weiß, dass ich oft noch stolpere und ich kenne die Versuchung, ein Pharisäer zu sein. Und ich kenne die Versuchung, in anderen Sünden meine Erfüllung zu finden. Ich weiß, dass ich noch mit Fleisch zu kämpfen habe, aber ich werfe mich auf Jesus allein. Ich klammere mich an das Kreuz und weiß, wenn er mich gesucht und gefunden hat, dann wird er mich auch bis zum Ende bewahren. Der Vater sucht wahre Anbeter. Und das dürfen wir dann zum Schluss auch im Licht der Ewigkeit sehen. In diesem Leben ist unsere Anbetung noch unvollkommen. Aber in der Ewigkeit wird unsere Anbetung vollkommen sein. Jetzt gibt es noch viele, die nicht bekennen, Jesus ist Herr, aber es kommt ein Tag. Dann wird in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen, derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Vater sucht wahre Anbeter. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort, das so voll Gnade ist, das so gut und herrlich ist und das auf unser Herz abzielt. Herr, wir bekennen, dass wir oft Erfüllung suchen in anderen Dingen, dass wir oft andere Dinge anbeten und dass wir oft auch, wenn es um den Glauben geht, um den Gottesdienst, so mit dem Materiellen beschäftigt sind. Aber hilf uns wirklich in Geist und Wahrheit anzubeten. Und dass wir unser ganzes Leibe, unser ganzes Leben als Opfer dir hingeben, denn das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Aber gib auch, dass der Gottesdienst sich nicht beschränkt auf den Sonntag, auf die Zeit in der Gemeinde, sondern dass wir verstehen, dass unser ganzes Leben Gottesdienst ist, dass unser ganzes Leben Anbetung ist. Und hilf uns dann,
zieh uns dann immer mehr zu dir. Verändere uns immer mehr zu wahren Anbetern, die sich dir völlig hingeben, bis wir die Ewigkeit bei dir, die wahre Anbetung praktizieren können, ohne Sünde, ohne Hemmungen. Und wir dir wirklich schauen von Angesicht zu Angesicht. Oh, wie herrlich wird das sein. Lass dort niemand von uns fehlen. Wirke so zu deiner Ehre in unseren Herzen. Das beten wir aus Gnade in Jesu Namen. Amen.